Guten Morgen miteinander, im ganzen Schweizerland. Ich bin ein bisschen erkältet. Hört man ein bisschen an meiner Stimme. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal, wie ich in den Tag starte. Ich weiß nicht, ob man das hört. Hier möchte auch jemand in den Tag starten mit Futter. Queen, du hast auch Hunger. Alle haben Hunger am Morgen. Ich weiß. Ich weiß. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich zeige euch doch gleich mal in einem Video, was ich aktuell frühstücke und morgens zu mir nehme. Und zwar bin ich aktuell wieder ein Mega-Fan von Acai Bowls. Habt ihr auch schon bei mir gesehen in den Insta-Stories und so, obwohl ich dazu gleich zu Beginn etwas sagen muss. Acai Bowls passen ja eigentlich nicht so mega zu meiner sonstigen Einstellung. Zu dem, wie ich sonst einkaufe. Ich bin ja sonst ein Mensch, der immer in meinen kleinen Bioladen geht, ins G4, Luzerner oder Wochenmarkt. Und ich kaufe ja mein Gemüse und meine Früchte immer saisonal und regional. Und Acai passt da natürlich eigentlich überhaupt nicht rein, da bin ich mir bewusst. Ja, die Acai Bowls, die mache ich mit Bio-Acai-Pulver von My Fair Trade und mit gefrorenen Bananen. Und die gefrorenen Bananen zum Beispiel. Bananen ist ja auch sowas, das gibt es halt in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, wo auch immer ihr zuschaut, gibt es ja eigentlich nicht wirklich Bananen. Die sind natürlich alle importiert und ich schaue natürlich schon sehr darauf, dass ich möglichst wenig importierte Sachen verwende. Das wird mir halt immer wichtiger, ich lebe immer bewusster. Und ich habe jetzt zum Beispiel meine Bananen aus dem Bioladen, wo sie immerhin von den Kanarischen Inseln kommen und nicht von noch weiter weg. Ja, Acai ist natürlich weit weg, also das möchte ich einfach sagen, dessen bin ich mir bewusst. Manchmal mache ich diese Bowls auch einfach mit gefrorenen Beeren und mit Bananen, aber ja, momentan ist das eigentlich gar nicht wirklich Saison. Ja, da muss ich mir wirklich ein paar Minuspunkte geben, aber, und jetzt kommt eben das Aber, die gesundheitlichen Vorteile von Acai sind halt einfach schon sehr groß. Sie haben halt einfach wirklich ein vielfaches mehr an Antioxidantien als zum Beispiel Blaubeeren. Und deswegen sage ich mir einfach, hey, ich bin mir dessen bewusst, ich mache eine gute Balance und ja, ab und zu muss einfach eine Acai Bowl sein. Und momentan bin ich wieder voll auf dem Acai Bowl Trip. Aber einfach, dass ihr das verstehen könnt, dass ich eigentlich sehr viel Wert drauf lege, woher meine Früchte und mein Gemüse sonst kommt. Und wenn es einen Acai Bowl gibt, dann gibt es das mit Bio Acai Fair Trade. Das ist von Effective Nature, das ist die Eigenmarke von meinem Kooperationspartner My Fair Trade. Und das mache ich dann mit den gefrorenen Bananen in meinen Mixer. Je nachdem, wie intensiv ihr das mögt, ich mache da 2-3 Esslöffel rein. Und ein Schuss Hafermilch, ihr könnt auch Sojamilch, Reismilch, was auch immer ihr mögt. Und dann geht es ab in den Mixer. So sollte das dann aussehen, wenn es gemixt ist. Je nachdem, wie viel Acai-Pulver ihr reingemacht habt, desto intensiver wird die Farbe. Und vom Verhältnis Bananen-Acai-Pulver her, ich mache da immer so schon 2 Bananen rein, mindestens. Die Konsistenz ist jetzt super gelungen, wie ihr seht. Falls die Konsistenz nicht so gut gelungen ist, könnt ihr dieses pflanzliche Bindemittel Guacamole noch etwas dazu mixen. Jetzt sind schon die Toppings dran. Hier, also feel free, was auch immer ihr mögt. Was ich jetzt noch vergessen habe, in den Mixer mit reinzumachen, ist Spirulina. Das mache ich eigentlich immer mit rein. Schaut euch mal die Nährwerte von Spirulina an. Das hat extrem viel Eiweiß. Das ist eine der Nummer 1 pflanzlichen Eiweißquellen. Macht einfach nur wenig mit rein, weil das hat einen sehr eigenen Geschmack. Braucht wirklich nur ganz wenig. Und sonst von den Toppings her mache ich jetzt hier Hanf, Müsli, Kakaonips, ein paar Kokosraspeln, Gucci-Beeren, auch alles Fairtrade. Ja, macht darauf, was auch immer ihr mögt. Zum Süßen verwende ich Kokosblütensirup. Den könntet ihr eigentlich auch direkt mit reinmixen, wenn ihr das sehr süß mögt. Mir genügt die Süße aus den Bananen und aus dem Acai eigentlich. Ich mache das nur so als Topping noch oben drauf. Sieht schön aus und ja, schmeckt lecker. Aber wenn ihr es wirklich sehr süß mögt, dann mixt es gleich von Anfang an mit rein. Dann
Dann, was ich sonst noch zu mir nehme, ist CBD-Öl, das ist natürlich THC-frei, und Omega-3-Öl, das ist vegan, das ist nämlich aus Algen, das kommt nicht vom Fisch. Der Fisch hat ja seine Omega-3-Fettsäuren auch unter anderem von den Algen, deswegen greife ich da direkt auf die Algen zurück, dass ich nicht den Fisch essen muss. Und schaut euch mal die Nährwerte an, das ist wirklich ein super, super, super tolles neues Produkt von MyFairTrade. Die CBD-Tropfen, die nehme ich morgens und abends je 6 Tropfen direkt unter die Zunge. Und vom Omega-3-Öl nehme ich morgens einen Kaffeelöffel einfach so direkt in den Mund. Und ja, was sonst auch noch sehr wichtig ist am Morgen, das seht ihr jetzt gleich, Wasser. Viel, viel, viel Wasser trinken, den ganzen Tag aus. Trinken, trinken, trinken ist da wichtig. Ja, das ist aktuell gerade wieder das, was es bei mir momentan fast jeden Tag zum Frühstück gibt. Schaut bei mir auf Instagram mal rein, da zeige ich in den Stories auch immer mal wieder, was ich gerade neu entdeckt habe, was ich gerade mag, und all die Produkte, die ich jetzt hier im Video gezeigt habe, habe ich natürlich selbstverständlich für euch verlinkt unter diesem Video, falls es jemand von euch interessieren sollte. Also schaut mal die Infobox unter dem Video an, da findet ihr noch mehr Hinweise dazu. Jo, geil. Du bist immer dabei. Immer dabei bist du, mein Schätzchen.